Herzlich willkommen zurück zu The Infected. Wir sind am Ende des Winters, hoffe ich zumindest. Wir sind zwar noch im Februar, aber der Februar ist jetzt wirklich schon eine ganze Weile. Waren wir jetzt überhaupt schon aufgewärmt? Ah, geht. Auch wenn es mich wundert, dass es im Moment wieder kälter ist. Wir waren schon runter auf minus 9,5, 9,6 oder so. Deswegen wundert es mich ehrlich gesagt gerade ein bisschen, dass wir wieder bei minus 12 Grad sind. Aber das liegt wahrscheinlich an dem Schneesturm. Ich habe hier gerade eine Möwe runterkommen sehen. Aber die Viecher, die, sobald die landen, auch wenn es aussieht wie ein Absturz, gehen ja sofort stiften, ne? So. Ich hab's erwischt. Nice. Das gab auf jeden Fall Federn. Wo ist mein Speer? Speer kaputt gegangen. Ich meine, der hatte nicht mehr viel Leben, das weiß ich. Ja, den müsste mir ja sonst anzeigen. Ja, Speere müssen wir auch dringend neue bauen. Ganz, ganz dringend. So, warte mal. Die anderen Federn hotten wir hier. Die nehmen wir auch mit. Einmal kurz einen neuen Speer mitnehmen. Jo, unser Waffenständer ist auch so gut wie leer. Der ist leer. So, wir wollen jetzt nochmal die Hose. Der Jacke haben wir ja on. Wir wollen noch eine Hose bauen, damit wir jetzt wirklich nicht mehr das Problem kriegen. Schutz und Kleidung. 20 Pflanzenfasern, 12 Federn. Und Ohrenstecken haben wir mehr als genug. So, die 12 Federn. Den kannst du auch mal holbieren. Und dann kannst du mal 5 runternehmen. Noch einen. So. So, dann haben wir nämlich auch die Hose. Sehr schön. Gut, die hat auch automatisch an, oder? Jo. Gut, den Rest kommt alles noch. Temperatur steigt sehr schnell. Ja, sogar hier drinnen sind wir gleich bei 30 Grad. Aber jetzt dürften wir eigentlich nicht mehr so das Riesenproblem kriegen, hoffe ich. So, den kannst du da nochmal draufpacken. Und hier kannst du das nochmal nachpacken. Die gehen nicht, ne? Ne. Gut. Sehr schön. Aber ehrlich gesagt, jetzt schlagartig haben wir plötzlich draußen 5,7 Grad. Wir waren eben noch bei minus 12. Will mich das Spiel jetzt ärgern? Oder ist es jetzt auf März umgesprungen? Tatsächlich. Deswegen. Ah, toll. Naja gut, aber die Klamotten halten sich ja, ne? Die können wir nächsten Winter definitiv wieder benutzen. Dann ist das Erfrieren jetzt zum Glück erstmal vorbei. Jo, sieht man auch, der ganze Schnee verschwindet. Ah, ein Träumchen. Wir behalten die Winterklamotten aber erstmal an. Aber wenn es später wärmer wird, werden wir sie natürlich ausziehen. Es sei denn, wir kriegen Hitzschlag. Aktuell sieht es aber gut aus. Ah, herrlich. Ein Träumchen. So, sobald unsere Felder fertig sind, werden sie rauskommen. Aber nicht vorher, weil sonst verschwindet meine Saat. Die Melone ist fertig. Dann werde ich die Melone schon mal umstellen. So, aber der Rest kommt natürlich erst raus, wenn es fertig ist. Sie ist noch zugefroren. Ey, wo stellen wir den jetzt hin? Hier erstmal, würde ich sagen. Ne? Das wird sich aber ändern. So, sobald es regnet, was bestimmt heute noch passieren wird, kriegt er Wasser. Ah, die wachsen so natürlich nicht fertig, ne? Den Trick einmal einen Schluck. So. Die hier muss ich noch einmal gießen. So, die kommen dann aber auch raus, sobald sie fertig sind. So. So, ohne Wasser wehen die natürlich nicht fertig. Weißt du was, denn kann ich den hier eigentlich auch einmal gießen? Da oben ist irgendwas Rotes, gleich mal gucken. So. Und den läuft demnächst alles wieder schön über den Regen.
Wenn die hier nämlich wachsen, hier, dann hau die Flasche nochmal voll, mein Freund. Wunderbar. Dann hau das hier nochmal rein, damit du nochmal schön Wasser göcheln kannst. Wir gucken einmal kurz erstmal beim Wimpy. Na, mein Freund. Na, halt doch mal still, Zäpfchen. Sind das Pfeile? Tatsächlich. Ja gut, bringt der Fäule, der Wimpy erstmal Fäule mit. Warum nicht? Warum nicht? Ein Kübis. Enten. So, das heißt, wir kriegen mal wieder unsere Werte hoch. Sehr schön, was bringt ein Kürbis eigentlich? Kohlenhydrate, Vitamine, okay. Den erst bitte. Kannst auch gleich essen. Die Werte sind ja allesamt total im Keller. Ja, schon viel, viel besser. Schon viel, viel besser. Oh, du kannst auch mitkommen. Protein brauchen wir auch ein bisschen, du. Hau rauf. Haben wir sogar noch was drauf? Ah, gut gemacht. Sehr, sehr, sehr schön. Wir haben den Winter übers Dandin. Ah, ist das ein Träumchen. Gut, der ist fast leer, aber wir haben da auch wirklich erstmal genug Leben drin. Der, ja, gut. Komm, nehme ich Steine mit, das mit. Den haben wir hier eh schon drin. Hier, hau rein. Da gibt es zumindest nochmal einen Eisenbohren. Hau rein. Und Pfeil, ja, Pfeil ist so eine Sache. Jetzt dürfen wir auch mal wieder Bären kriegen, oder? Ja, jetzt rennen hier auch wieder mehr Möwen und sowas rum. Wir hatten doch schon mal irgendwo Pfeile drin. Ja. Gut, die passen auch noch. Sehr schön. Die werden wir raus verfrachten, sobald fertig. Das dauert noch ein bisschen. Gut, wir werden Holz holen. Ah, wir können endlich mal wieder schön arbeiten. Gut, dich brauchen wir jetzt nicht, Möwi. Unsere Klamotten haben wir noch an. Uns ist bestimmt bullenheiß, hä? Gut, bei 30 Grad rum, aber geht. Besser als zu frieren. Ich denke mal, am nächsten Tag ist dann der See auch mal wieder aufgeschmolzen. Aber ich glaube, im Sommer müssen wir die ausziehen, sonst schützen wir uns kaputt. So, und dann können wir uns jetzt auch mal, wie wir es eigentlich vorhatten, um die Kohle kümmern. Allerdings glaube ich, brauche ich erstmal noch einen Bären oder so, zumindest ein bisschen Biotreibstoff. Nimm mal die da. Und Speere würde ich auch gerne neu machen. Unser Vorrat ja so langsam mal zur Neugier geht, ne? Einer. Gut, gut, gut. So, 1, 2, 3. Bip, bip, bip. So, warte mal. Ich hatte ja von hier aus gesehen alles in die Treppe gestumpft. Na gut, der hat. Ja, gut, gut, gut. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Hm? Heißt, wir schaffen hier mal was. Wie es aussieht, regnet es auch gleich. Bip, bip, bip. Gut, fast wohl, fast wohl. Das freut einen doch. Ja. Fängt an zu regnen. Sehr schön. Dann kommen wir auch wieder ein Stückchen weiter. Ah, jetzt kann man auch endlich mal wieder vernünftig arbeiten hier, ne? Wir haben noch ein Brett einstiegen. Warum? Deswegen. Ist aus, ist irgendwo eingesammelt? Ah, sieht nach Regen aus. Sieht definitiv nach Regen aus. Da hau mal rauf da. Kann ja nicht schaden. So, ich wollte jetzt mal das Bären gucken. Und zwar, das war hier. Platzierbares. Wir bauen ja, wenn natürlich die guten Steinsperre, wir haben mittlerweile echt mehr als genug Knochen. Die Knochensperre meine ich da. Knochensplitter, 3 Stücke und Pflanzenfasern 5, okay. Knochensplitter, das sind normale Knochen. Wir hatten aber, glaube ich, auch noch Splitter. Zeig. Irgendwo.
Ja, das war jede Menge. Pflanzenfasern waren es 5 pro Speer. So. Und Stöger. So, wir packen jetzt die 3 hier erstmal weg. Zack. Oder besser gesagt, wir packen alle 4 Sachen weg. Damit wir jetzt wirklich 4 Speere machen können. 1, 2, 3. Von 3, ne? Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, den waren es auf jeden Fall 3 Stücke. Hier, nehmen wir mit. 1 Knochensplitter. Und 5 Pflanzenfasern, ne? Glaube ich auch. Yep. So, den nochmal 3 Stücke. Sehr schön. 1 Knochensplitter natürlich. Ja, die brauchen wir ja auf Vorrat. 5 hiervon auf jeden Fall. Hier müssen eh 2 runter. Wunderbar. Das wäre der zweite. Bist du schon wieder müde oder was ist los mit dir? Keine Ahnung, gucken wir gleich mal. So, und 5 davon. Das wäre der dritte. Der hat aber ziemlich häufig wie ich in letzter Zeit, ne? Halbieren. 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 Oh, nimm mal eine runter. Sehr schön, die Splitter haben wir auf jeden Fall. So, was hast du denn für Problemchen? Du bist überhitzt. Okay, ja, ja, das kommt durch unsere Klamotten. Stell dich nicht so an, mein Freund. Wir gehen eh gleich wieder raus. So, wir benutzen natürlich erst unsere alten Speere. Das war jetzt nur. Damit ich Platz habe, sie herzustellen. So. Na gut, die kann ich auch drin lassen. Aber die kommt noch raus. Zack. Wir nehmen natürlich wieder Axt mit. Die brauchen wir noch. Ja, oh, mein Freund. Sehr schön. Jetzt dürftest du aber nicht mehr überhitzt sein, oder? Alter, aber 40 Grad. Nee, sinkt langsam. Ganz langsam. Ich glaube, ich sollte mal so langsam aber sicher mal überlegen, Kleidungsständer zu bauen, weil das nimmt so viel Platz weg in den Kisten. Ich da doch im Leben nicht mehr geschmolzen. So, hau rein. Passen die noch? Ja. Gut, die erste Schmiede hätten wir aber auch gleich fertig. Das wäre doch schon mal ein Träumchen. Und die dem voll machen mit Steine. Damit wir da mal vorankommen. Und dann kümmern wir uns ja auch um den Kleidungsständer. Ja. Wir holen erstmal jetzt noch eine Brise Holz. Ich muss aus den Winterklamotten raus. Zumindest drinnen. Ich meine, hier draußen ist das eigentlich noch relativ kühl. Wir sind jetzt bei 6,2 Grad. Hier ist es, glaube ich. Ah, hier sinkt die Temperatur auch. Das ist ein dünner Baum, ne? Aber im Haus, ne? Da ist es vielleicht ein bisschen zu warm. So. Der ist voll. Der ist voll. Da passt noch. Aber ich glaube auch nur noch der eine. Den wir aber gleich sehen. Aber auf jeden Fall können wir jetzt mal da vernünftig arbeiten, ohne dass wir wirklich Angst haben müssen, dass wir so erfrieren. Der ist inzwischen auch voll. Es ist auch voll, okay. Worauf? Bip, 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 bip. So, dann machen wir hier jetzt erstmal weiter.
Damit würde ich jetzt mal was schaffen. Kann ja schließlich nicht so weitergehen, ne? Okay, ich glaube, ich habe zu viel Bretter, ne? Oh ja. Okay, dann haben wir hier noch welche drin. Na, hier passen noch eins rein. Okay. Treppe ist ja auch so gut wie fertig. Das ist jetzt natürlich. Aber gut, die kann ich hier auch nicht wieder reinlegen, ne? Nein. Na, ist nicht schlimm, das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Wie viele Bretter haben wir noch einstecken? 9. Den wählen wir einmal kurz. Von der. Hier müssen wir eh die Decke rüber später. Brauchen wir erstmal die. Genau. Machen wir erstmal die Ecken, würde ich sagen. Zack. Dann werden wir die Bretter los. Sehr schön. Und hier muss nämlich auch 4 Bretter rein. Eins haben wir noch. Sehr schön. So, damit wir Bretter wieder auf Vorrat haben, kommt es hier natürlich wieder rauf. Der kann ja noch nicht. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Endlich wird es hier mal wieder angenehm. 2 hätten geräucht. So, und ich glaube, die mache ich zu Feuerholz. Brauchen wir auch mal wieder, dass mich langsam alles aus hier. Zack, zack. Ah, 3 mache ich zu Feuerholz. Einen packe ich hier noch rauf. Sehr schön, sehr schön. So. Schmolzen? Ich glaube, den hat er gar nicht mehr fertig geschmolzen, ne? Nö. Stöcke haben wir auch gut verbraucht wieder. So, jetzt kommen wir endlich voran. Jetzt kommen wir endlich mal wieder voran. So, Feuerholz kannst du erstmal hier reinpacken. Wir packen auch gleich noch was ins Feuer. Die anderen können erstmal ausbleiben. So, du kannst aber auch gleich wieder an. So, Stücke hier drin. So, wir führen jetzt 1 Stack in 3. 1, 2 nehmen wir mit. Weil unser Feuer hier, das muss ja auch weiterlaufen. Zudem, wenn wir uns dringend gehen müssen. Ah, das hat er aber noch fertig gemacht. Gut. Den Horren. So, denn einmal ein Schlückchen genehmigen. Kannst auch nochmal hier so ein schönes Froschschäckelchen essen. Da kann den auch noch reindrücken. Ist zumindest voll. Yep. Ehrlich, so, der dürfte definitiv gegossen sein. Ist er auch. Ich nehme mit. Die ist noch nicht fertig. Den ist echt noch mal kurz vor Ende das Wasser ausgegangen. Ist das Stone Ains? Offensichtlich. Kurz vor der letzten Wachstumsstufe ist den echt noch mal das Wasser ausgegangen. Das wird aber, glaube ich, reichen. Und die ist fertig. Okay. Dann können wir ihn hier auch schon mal herausstellen. Es geht hier einfach nur darum, hier werden sie durch den Regen automatisch dann fertig. Nass. So. Den hau rauf. Hier, da kommt der Kartoffelsamen wieder rauf. Definitiv. Aber bewässern müsste ich ihn trotzdem gleich einmal. So. Einmal rauf, gib ihn. Und ich würde sagen, die Kartoffeln, die hauen wir mal auf Feuer. Und den Kleidungsständer werde ich brauchen, weil die Temperaturen steigen immer weiter. Naja, die sind noch nicht ganz fertig, aber die dürften gleich fertig sein. Also ich glaube, nochmal muss ich sie hier nicht gießen. Dann kommen die nämlich auch raus wieder. Wir kriegen hier sonst einen Hitzschlag nachher. Das natürlich auch nicht gut.
So, der ist auch fertig, aber ich glaube, die erste Schmiede haben wir auch fertig, oder? Jo, wunderbar. Und da passen mich, glaube ich, ja, 10 Sachen rein. Gut, brauchen natürlich auch Feuerholz und das. Und dafür wollen wir halt eine helle Kohle haben. Wo wir uns drum kümmern müssen. Wir nehmen jetzt auch einmal die Steine mit. Damit wir jetzt erstmal an Eisenbrocken kommen. Die brauchen wir auch für die Lampen und so. Und vor allen Dingen auch wichtig, die Kleidungsständer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, die müssen passen, ne? Und zwar komplett alle. Jo. So, hier. Hau rein. Reicht natürlich nicht. Ich hole mal Feuerholz. Ich glaube, ein bisschen haben wir noch. Wow. Okay, sind die mit den zwei, werden wir doch nicht weit kommen. Sehr schön, aber ich glaube, die verbrennt auch nichts anderes. Nein. Oh, sieht doch eigentlich ganz schick aus. Beschweren kann man sich doch nicht. Da können wir dann auch nicht mal ein paar Eier. Da macht er mal gleich 10 Eisenbrocken auf einmal. Und ich glaube, 5 brauchen wir pro Lampe, ne? Irgendwie sowas war das. Brauchst du hier zu viel noch mit drin? Yep. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Damit wir jetzt mal wieder ein bisschen Ordnung reinkriegen. Immer noch nicht? Wie lange braucht ihr denn zum Wachsen? Nicht, dass ich euch nochmal gießen muss. Das tut mir Not. Und die haben. Wie gesagt, es regnet ja auch öfters. Das ist sehr schön. Alles klar. Steine gönnen natürlich da weiter drin. Da müsste jetzt als nächstes die Decke rauf. Und die Treppe. Ich glaube, als erstes müsste erstmal die Treppe fertig. Gut, die könnt ihr gleich nochmal nachfüllen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, der ist gleich fertig. Und für den ich mir nochmal mache. Die werde ich jetzt aber erstmal zur Eisenbahn machen. Einfach aus dem Grund, wir brauchen den Kleidungsständer. Und ich glaube, der braucht ja auch nochmal 5 Eisenbahnen oder so. Wenn ich... Bin da jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja. So, hau rein. So, dann kann er das mich in Ruhe hier auch nochmal schmelzen. Ich guck mal nach dem Kleidungsständer. Der war nämlich... Am Möbel, glaube ich. Nee. Oder? Aber platzierbares und den Lager, glaube ich. Ja, Kleiderstange. 5 Eisenbahnen. 2 Plastik. Hier, warte mal. Haben wir Plastik? Eine gute Frage. Ich meine, dass ich schon mal irgendwo Plastik gefunden habe. Elektroteile, Glas, ein Kohle. Da ist Lehmerde. Das kann eigentlich da vorne mit rein. Schrauben weiß ich. Dosen. Plastik. Ja, 2 haben wir. Okay, wir können es einbauen. Ich dachte schon. So, der ist jetzt so gut wie leer, aber der hat ja auch sehr, sehr gut hier gesammelt. Der hier ist ein schlechter Witz. So. Bim, bim. Und wo hauen wir erstmal? Ich glaube auch erstmal ins Lager. Hier vorne ist zu clean. Erstmal hier in die Kante. Ich meine... Okay, erstmal den. Na, mein Freund, hast du das Fenster gesehen? Oder meine Dame? So, gab auch noch mal ein bisschen Eisenbrocken. Aber ich wollte jetzt... Genau, die stehen wir erstmal hier. Vorübergehend zumindest. Brauchen tun wir ihn ja. Beim Plastik haben wir 2, Schrauben haben wir 10, die Eisenbarren sind in Arbeit. So, den gucken wir mal. Doch, das hier war das Plastik, ne? Ja. Plastik. Schrauben haben wir auch. Alles klar, dann fehlen nur noch die Eisenbahn. Wir müssen unsere Klamotten vom Leib kriegen. So. Den hier. Erstmal Rinder. Wie sieht es hier aus? Sehr gut. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön.
Auf das Ding da Eisen zu sammeln, kann man sie echt nicht verlassen. Ich bin echt am Überlegen, hier mit den großen Schmieden geht's ja eigentlich ruckzuck. Das Ding komplett an Steinproduktion umzustellen. Ich glaube, da haben wir mehr von. Ja, ja, ich glaube schon. Na gut, ich lasse den auch noch fertig laufen, den einen. Stellen wir das Ding komplett aus Stein um. So, die beiden sind schon mal fertig. Die kommen dann drin. Ich weiß nicht, wohin mit den zwei Eisenbrocken, der. Wie haben wir denn hier drin? Ich leg den erstmal hier mit zu. So, die zwei Eisenbrocken kommen den hier mit drin. Und dann können wir nachher, wenn es nicht zu warm werden sollte, mich wieder unsere Sommerklamotten anziehen. Und der kloppt halt schon. Die drei Eisenbahnen kriegen wir hin. Hier füllen ja auch noch Eisenbahnen, aber die dürfen hier so an die Rucki-Zucki gehen. Denke ich. Den haben wir nachher auch nicht mehr das Problem. Dann können wir uns auch ohne Probleme die Lampen machen. Wie sieht es denn inzwischen mit den Pflanzen aus? Der will mich doch verarschen, ne? Die ist zumindest fertig. Das ist schon mal was. Braucht er tatsächlich noch einmal Wasser, die eine Pflanze. So. Hier kommt auf jeden Fall der wieder rauf. Hat auch kein Wasser mehr. Rechnet ziemlich selten im Moment noch, ne? Okay, haben wir denn überhaupt Wasser in der Flasche drin? Ja, schmutziges Wasser, okay. Dann machen wir es anders. Den werde ich noch einmal bewässern müssen. Die draußen bewässern wir auch noch einmal. Noch scheint das nicht so häufig zu regnen. Aber das geht nachher schon los. Gut, die ist ja auch immer noch leer. Es hat noch nicht einmal geregnet seitdem, ne? Das ist kein Wunder, dass die Pflanzen hier austrocknen. So. Der hat zwar noch genug. Riecht aber trotzdem nochmal. Aber Schnee liegt hier ja auch nicht mehr, was ich aussammeln könnte. Und hier kann ich nichts raussammeln, ne? Aktuell, oder? Nö. Auf rumlaufen. Alter. Das Bild wird schon voll, wenn man rumläuft. Ich glaube, da hat er noch so leichte Schwierigkeiten. Juhu, wie sieht's denn hier aus? Ist sie jetzt fertig? Dann wird mal fertig, damit du rauskommst. Ich glaube, es zieht gerade Ringe auf. Der will mich doch verarschen. So, auf jeden Fall müsste der ja jetzt inzwischen auch fertig sein. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube, es geht hier viel, viel schneller mit. So. So, die Kleinen können dann nachher schon wieder weg. Ich hatte sogar ein zu viel draußen. Wir werden die Maschinchen jetzt umstellen aus Stein. Da haben wir letztendlich mehr von. Ja, ja. Kam auch mal wieder nur. Gut, extrahiert nur Stein. Auf jeden Fall. Erst kommt nochmal die Schmiede. Die zwei sind ja auch fertig. Hier rin. Dann geht das Rucki-Zucki nachher. Du kommst auch mit. Oh, fehlt ja auch nur noch eine Eisenbahn. Sehr schön. Die sind in Arbeit und dann produzieren wir da erstmal nur Eisenbrocken, damit wir an die Lampen kommen. Ja, dann kommen wir voran. Sehr schön. Damit wir da, jetzt ist er fertig, gut. Wirklich mal die Kohle rausholen können. Ich glaube, das spart wirklich unglaublich. Nee, nee, nee. Wurde, war der wurde. Der steht aber nicht ganz gerade. Einmal darüber. So. Schön besser, schön besser. So, rauf da. Nur die Frage, muss ich dich jetzt gießen? Das sieht so aus, als wenn Regen kommt. Ehrlich gesagt, kann ich dich gar nicht gießen, weil wir haben kein Wasser mehr. Müsste ja auch was trinken. Wird echt Zeit, dass es anfängt zu regnen. Weil wenn der nur Stein sammelt, dann macht er mir jede Minute was. Da haben wir mehr von.
wesentlich mehr. Da wir auch noch Sand brauchen, jede Menge für Glas später. Hau denn schon hin? Der hat ja auch schon wieder fertig geschmolzen. Die ist auch schneller, oder täusche ich mich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, haut noch hin. Bip, bip. Sehr schön. So, da fehlt nur noch ein Eisenbahn. Ich will die jetzt gar nicht einschmelzen hier. Ich will nur die da rausnehmen. Zack, zack. Ein Eisenbahn packen wir jetzt erstmal hier mit zu. Passt der noch? Nein. Passt nix so, ne? So, der eine hat gerade noch die Brocke nehmen uns mich jetzt auf für Lampe. Wo wir auch noch Eisenbahn für die da brauchen, aber die ist jetzt nicht ganz so wichtig. Sehr schön. Ich meine, das ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, jetzt schon die Klamotten auszuziehen. Aber meine Sommerklamotten kann ich da schon mal ranhängen, wenn es passt. Wo habe ich die denn? Also unser Gammelding rum. Hier wäre die Kobbe. Und wir hatten auch noch etwas anderes, ne? Hier, da. So viele Sommerklamotten haben wir jetzt auch noch nicht. Aber passt doch nicht viel ran, ne? Nicht wirklich. Passt da oben denn noch was ran? Ja. Okay, da könnte man Jacke und Hose und so hinhängen und hier unten halt die Cabbies oder Schuhe oder sowas. Wer nimmt das denn nicht so viel Platz in den Kies den Weg? Ja, wenn es jetzt nochmal anfangen würde zu regnen, wäre schön. Obwohl wachsen tut sie ja, wie es aussieht. Weil sie ist noch zugefroren. Okay. So, aber gucken wir jetzt nochmal kurz, was die Lampen kosten. Die standen, glaube ich, in der Möbel. Genau, die wollten wir. 5 Eisenbrocken, ja. Würde die wahrscheinlich mehr Licht machen, aber Fischöl haben wir noch nicht. Wir nehmen die, das sollte reichen für die Höhle. Wenn wir so 3-4 Stück davon mitnehmen, die Eisenbrocken haben wir ja relativ schnell zusammen. Guck mal, wir haben jetzt... Ja, die Schmiede ist auch fertig. Das sollte gehen, warte mal. Geht ja auch so, ne? Ich frag mich nur, wie ich das von gemacht habe. Mit ausmachen. Das hatte ich doch vorhin beim Feuereimer. Ich sehe nichts. Nochmal ansetzen kann ich eh nicht. Es ist nur doof jetzt, dass wir nichts zu trinken kriegen. Weil es nicht regnet. Meine Vitamine und so haben wir ja ein bisschen. Könntest du auch nicht mal essen? Ah, gerade Vitamine ist echt mangelbar, oder? Wieso kriegen wir denn jetzt keinen Regen? Egal. So, auf jeden Fall brauchen wir auch 20 Pflanzenfasern. Das waren doch auch 5, oder? 10. Okay, wir brauchen 40 Pflanzenfasern. Das ist aber auch nicht das Problem. Die haben wir nur wirklich genug. So, dann würde ich sagen, da möchte ich jetzt wirklich gerne gucken. Ich hoffe nur, das fängt bald mal an zu rechnen. Uns geht die Wasser aus. Spielzeuge mit. Speer in die Hand. Da gehen wir jetzt mal ohne Wagen hin. Geht ja in die Richtung, doch. Dann kommen wir hier langsam mal weiter. Die Richtung ist das. Mit. Ja, schön wär's so langsam. Ich meine, wir sind immerhin im März, ne? Immerhin. Ganz 10 Jahre wieder draußen. Ja, gut. Aber noch behalte ich die Winterklamotten an. Wie gesagt, wir haben hier draußen jetzt gerade über 4,5 Grad. Das ist natürlich nicht viel. So, die Höhle war hier, ne? Biotreibstoff haben wir gerade nicht. Das ist auch so ein Grund, warum wir mehr Felder machen müssen, damit wir mehr Essen vergammeln lassen können. Ist ja gut, meine Freunde. Ist ja gut. Ist ja nicht noch was drin. Aus ist er auf jeden Fall, das weiß ich.
So, machen wir gleich. Die erste Lampe bauen wir auf jeden Fall schon mal hier vorne hin. Möbel. So, hier so. Wow, bringt viel, ne? Bringt unglaublich viel. Da sind nur deine drin, alles klar. Na gut, die müsste ich wirklich alle paar Meter hinstellen. Die bringen doch weniger Licht als gedacht, aber gut. Es ist wirklich nicht viel. Definitiv nicht viel. Ich weiß, es gibt eine Helmlichtlampe, aber die können wir noch nicht bauen. So viel Kevlar haben wir noch nicht. Da bleibt uns ja gerade gar nichts übrig. Öllampen können wir auch noch nicht bauen, auch wenn sie wahrscheinlich mehr bringen. Aber es ist zumindest, es ist besser als gar nichts. Man kann sich zumindest ein bisschen damit orientieren, ne? Auch wenn ich selber hier gar nichts sehe. Eine können wir noch bauen. Stellen wir den hier mal so hin. Immerhin gibt es hier Pilze. Die habe ich vorher nicht gesehen. Okay. Kann man die essen oder wofür sind die gut? Hirn gefunden. Vergrößern. Durst, Kohlenhydrate. Ja, die kann man essen. Ich meine, das bringt nicht viel. Ich sehe hier absolut null. Ich meine, ich kann die Lampen wahrscheinlich mitnehmen, ne? Oder? Ja, aber das bringt auch nicht viel. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Was ist denn das? Sag mal, Skorpione? Na gut, die halten nicht viel aus, aber die machen viel Schaden. Was hat der jetzt fallen gelassen? Rohes Fleisch, okay. Hab ich mich erschrocken, da kann ich ja nicht wissen, dass es hier Skorpione gibt, Mensch. Wollt da mal gucken, vor dem Erz. Das ist ja mies, stockdunkel, siehst nix. Und hast hier noch Skorpione auf die Ecke, okay. Das ist mies. Das hier sieht mich aus wie ein Erz oder sowas. Da wollte ich gucken. Hm? Gucken wir mal. Was das hier ist? Ah. Und ihr sagtet ja, die Kohle spawnt nach, ne? Das ist wahrscheinlich nur Stein, oder? Eisenerz und Bleierz, gut von jedem was. Alles klar. Alles klar. Okay, ich brauche definitiv viel, viel mehr Licht hier drin. Viel, viel mehr. So bringt das natürlich nicht viel. Machen wir gerade mitten in der Nacht. So gut wie, alles klar. So gut. Aua. Aber jetzt ruhig dies. Okay, ich muss ja nur die Straße folgen. Wollen wir schnell nach Hause? Ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Jo. Ich brauche definitiv mehr Licht. Das Problem ist echt... Oh nein, sag mir bitte nicht, da ist ein Bär hinter mir. Das, na, was wollte ich sagen jetzt? Jetzt habe ich den vorn verloren. Das Miese ist halt, die Skorpione an sich... sind, glaube ich, gar nicht so gefährlich, aber man sieht sie nicht. Für Durstet ist der gute auch, weil wir die ganze Zeit keine Regen hatten. Oh, jo, warte, Junge, warte, Junge, du kriegst sofort, jetzt müssen wir zumindest wieder dank Regen Wasser drin haben.
Oh, der dehydriert total. Ich kann nicht schneller laufen. Ich weiß, es ist gerade sehr, sehr dunkel. Tut mir ja leid, ich habe nicht mitgekriegt, dass Nacht wird. Und wir hatten ja echt ganz hart das Problem, wir kamen nicht an Wasser ran. So. Jetzt köchelt aber schnell Wasser, mein Freund. Ganz, ganz schnell. So. Da liegt zumindest noch eine Kartoffel drauf. Hier, das Fleisch kannst du nochmal raufpacken. Also essen tun wir jetzt definitiv nichts. Da ist auch nochmal Fleisch. Also essen ist jetzt gar nicht so das Problem. Und die geben kein Wasser, ne? Meh. Und der wird Wasser geben, der will ich jetzt aber nicht unbedingt, weil der hat's ja gleich. Geht ja relativ schnell. Ah, so ein Skorpion, okay. Ich finde sie nicht wirklich gefährlich. Man sieht sie bloß schlicht. So, okay. Das mit dem Trinken hat er. Alles klar, ich bin nur froh, dass wir hier ein bisschen Licht stehen haben. Ah, schon dicht. Willst du schon wieder auffüllen? Schlafen legen. Da rennt man hier mitten in der Nacht durch die Gegend. Okay, Kohle haben wir, aber ihr sagtet ja, die Kohle spawnt immer wieder nach, ne? Ich brauche da drinnen bloß definitiv mehr Licht. Die Lampen bringen nicht so viel wie gedacht. Deswegen, welches nochmal was gut gehen? Und zwar die da. Kupferbahnen lassen sich machen. Eisenbahn auch. Ich hoffe, dass die mehr Licht bringen. Aber wie komme ich an Fischöl? Da muss ich erstmal googeln. So Ölkanne ist es nicht, ne? Ne, ne. Brett, Kohle, Krokodilhaut. Müsste Fischöl nicht eigentlich in einem kleinen Fläschchen sein oder sowas? Ja, ne? Stalllegierung. Hier steht es nicht mehr zwischen. Denn es ist wahrscheinlich bei sonstiges. Pfanne, Topf. Lebensschutz da, Fischöl an der Werkbank hergestellt. Einmal roher Fisch und Glas. Ja, das lässt sich doch machen. Dann werde ich es mit denen mal versuchen und hoffen, dass sie mehr Licht bringen. Das machen wir aber morgen. Den für heute sind wir denn am Ende. Ich habe hingekommen, wie immer. Ist eigentlich jede Folge so. Auf jeden Fall wird ja langsam Standard mit den 45 Minuten. Was hat er denn jetzt schon wieder? Du bist über... Ach, stell dich doch nicht so an, du Jammerlappen. Wegen ein bisschen Wärme, Mensch. Okay, stellen wir uns da draußen hin, dann verabschiede ich mich. Bis morgen. Bye, bye.